Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Far Sky. Und wir sehen jetzt einen Schwarm Delfine, die außer unserem Gebäude durchschwimmen. Sehr schön. Wir haben letztens Problem gehabt, dass wir zwar Speere gebaut haben, aber irgendwie diese nicht jetzt zur Verwendung mit unserer Speergun kriegen. Einmal mal Equip. Ah, kann das so sein? Warte mal. Ah, und schon funktioniert es. So, wir werden jetzt mal einen Fisch anlocken, damit wir einen Hai kriegen, der. So, jetzt müsste eigentlich irgendein Raubfisch kommen. Ich würde einmal einen Hai erlegen. Das sind die schwarmen Delfine wieder. Okay, den haben wir erledigt. So, dann müsste jetzt eigentlich der Hai ankommen. Wir haben aber anscheinend auch gerade Nacht. So wie es scheint. So, wie es scheint, funktioniert es bei Delfinen nicht mit dem Hai. Wir uns wohl ein anderes Opfer suchen. Das ist ziemlich fischarm, habe ich das Gefühl. Mann, hol ich jetzt mal hier. Weil der Bandage weiß, wie man das Zeug so brauchen kann. Vielleicht auch. Oh. Na, da ist ein. Da ist ein Raubfisch. Da haben wir einen Hai jetzt. So, ich denke, der Hai wird jetzt kommen. Okay, jetzt habe ich gegen zwei Fische gleichzeitig. So, ja, ich bin gerade ein bisschen still geworden, weil ich gerade ein bisschen Atemnot habe, weil ich nicht weiß, ob das hier gut rauskommt. Ich versuche den Timer zu töten. Ich glaube, ich habe es gerade geschafft. Und, was gibt der Hai? Ein Shark Mark. Okay, oh, das ist ein heftiger Mark, Hai. Ein riesen Ding ist das. Okay, und jetzt? Wo kommt er? So, ich glaube, ich gehe jetzt besser zuerst ein bisschen Essen machen. Ich habe bereits wieder Hunger, sehe ich gerade. Wir haben inzwischen ein bisschen Fischfilet gefangen. Also jetzt mit den Harpunen hat man eindeutig eine Chance auch gegen die Haie. Allerdings sind diese ziemlich verbrauchsintensiv. Man sieht, ich habe bereits schon keine Speere mehr. Also von dem her gesehen brauchen die ziemlich viel. Also braucht man von denen ziemlich viel. Das heißt, wir werden jetzt gleich ein bisschen wieder an Eisen fahren. Nachher gleich, um noch mehr Speere zu stellen. Wir brauchen einmal ein bisschen Eisen, um Fight Extractor zu bauen. Dass wir noch weiter Eisen farmen können. So, wir haben echt hier immer noch Haie irgendwo.
bin halt überlegen, welche Lampen hinbaue, ob ich dann vielleicht per Zufall sogar das Hyperloop ein bisschen lösen kann. Vielleicht scheuchen die ja Licht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir einen Safe Point hier kriegen könnten. Jetzt will ich mal kurz schauen, ob ich das überhaupt unter Wasser bauen kann. Oder beziehungsweise Wasser. So, jetzt haben wir hier eine Lampe. Dann testen wir das gleich jetzt mal, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich dafür brauche. So, zuerst brauchen wir ein bisschen ein paar Puppen. Die Stangenspeer braucht von weniger, nur nicht nur Eisen. Allerdings haben wir nicht so viel davon. So, equip so. Okay. Gut, dann können wir schauen, was unsere Farm hier oben machen. Ob die schon gewachsen sind. Ja, alles nicht genug. Oh, ich sehe gerade, wir haben immer noch Hunger. Dann werden wir mal uns einen Fisch wieder gönnen. Und wie viel gibt es das? 50%. Ja, da warten wir ein bisschen noch. So, dann haben wir natürlich alles Eisen wieder verballert, um hier gerade vorhin unsere Speer zu bauen. Ich glaube, so wie ich gesehen habe, brauche ich 30 Eisen, um diesen Extraktor zu bauen, wo ich dann mein Eis ein bisschen noch mehr schneller fördern kann. Dementsprechend werde ich jetzt 30 Eisen abbauen. Anscheinend ist Eisen eine unendliche Quelle, nur Gold nicht. So, noch jetzt den kurz noch lernen. Take all. So. Da gehen wir jetzt nochmal rein, bauen uns noch einen weiten Extraktor und versuchen den auch nochmal dahin zu setzen. So, und das war hier, Extraktor. Wir können ja auch einen größeren Extraktor bauen, dafür bräuchten wir aber einiges anderes Zeug. Magnesium oder sowas. So, dann haben wir sie hier gebaut. Dann gehen wir wieder runter und pflastern uns Extrakt auch irgendwo hin. Warte mal. Was ist das für eine Quelle hier? Gibt es das hier? Eisen. Okay, dann bauen wir hier hin. So, dann gibt es hier auch mal Eisen. Damit haben wir das wirklich raus. Ja, wir haben hier Sand. Nicht schlecht, also von dem her, was wir hier schon haben. So, wir wollten eigentlich mal vor einiger Zeit, wollten wir mal uns eigentlich den weiteren Teilen widmen. Und ich denke, das werde ich jetzt mal tun. Tun jetzt mal hier ein weiteres Teil zu finden. Dass sie ganz in der Ferne mit einem gelben Kreis markiert ist. Ich versuche natürlich den Hammerhai aus dem Weg zu gehen, die nicht sehr gut mit uns gesinnt sind. Ich habe das Gefühl, umso weiter ich gehe, umso weiter weg geht das Ziel. Oh je, hier ist echt darunter. So tief, oder? Ich kann nicht so tief tauchen. Ich kann maximal 52 Meter. Kommt das gut? Das 150 Meter sind wir jetzt. Das ist zu tief. Okay, dieses Teil müssen wir wohl noch ein bisschen liegen lassen. Da so weit kommen wir noch nicht runter. Wobei das noch eine Kiste. Müsste eine Kiste sein. Das hier? Kupfer. Wir haben neue Sorte gefunden, Kupfer.
Wenn wir gleich mal mitnehmen. Weil das fehlt uns bis jetzt noch. Man hört das Ganze wirklich um die Umgebung, um ein lautes Geräusch hören, weil die Fische, die hier rumschwimmen, die können wirklich echt schnell sein. Ich hoffe jetzt mal, dass hier ist alles das gewöhnliche Glas. Sieht gewöhnlich aus. Wir sind hier auf 233 Meter. Hier eine Kiste. Okay, ein Inventar ist voll. Wir müssen wirklich hier weggehen. Ich kann nichts mehr tragen. Ich gehe jetzt mal und mache die Kiste auf. Um festzustellen, dass ich hier noch was anderes habe, das ich nicht aufnehmen kann. Jetzt werfe ich ein bisschen Sand weg. Auch Sand wegwerfen. Kann ich Sand wegwerfen? Also, okay. So, gehen wir wieder zurück. Müssen wir die hoch. Wieder hochschwimmen. Wieder hoch in die Wasseroberfläche, aber jetzt habe ich ein Problem. Ich kann anscheinend nicht unendlich hochschwimmen. Jetzt muss ich schauen, wo ich hier einen Ort habe, wo ich mich an. Ah, hier bin ich runtergekommen. Es geht auch langsam Sauerstoff aus. Dementsprechend müssen wir aufschauen, dass wir wieder hochkommen. Dass wir hier unten nicht ersticken. Uiuiui, ich bin echt weit runtergegangen. Oh Mann, oh Mann, wenn ich das gewusst hätte, ich so weit unten bin. Ich hoffe jetzt echt, dass ich das Leben nach oben schaffe, ohne zu ersticken dabei. Aber meine Luft geht langsam aus. Ich glaube, es gibt sogar eine Krankheit, die heißt die Taucherkrankheit. Wenn man runtertaucht und ganz vergisst, wie tief man ist. Und am Ende geht dann die Luft aus. So. Gut, wir haben es geschafft, nur noch zu unserer Station zurückzukehren. Sollte allerdings jetzt gut möglich sein. Und dann haben wir neue Rohstoffe, die wir jetzt endlich verwenden können und wir wahrscheinlich Kupfer was Tolles bauen können, was wir vorher nicht konnten. Hier haben wir noch Gold gefunden. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, für was man das Gold braucht. Ja, ich weiß, dass mein Luftpegel sehr niedrig ist. So. Ah, wir haben es geschafft, sehr schön. So, haben wir was Neues zum Kochen dabei? Wir haben grüne Bohnen, jetzt ist die Frage, kann ich davon was anpflanzen? Okay, wir können hier schon bereits was ernten. Dann werde ich mal kurz schauen, ob ich jetzt eventuell irgendwas von diesen hier pflanzen kann. Hier plant. Also ich kann tatsächlich, kann ich. Okay, ich habe gerade Karottensamen geerntet. So wie es scheint, Karottensamen tatsächlich. So, wir haben noch Glas dabei, haben wir auch noch. Wir haben noch mehr Pflanztöpfe. Ja, dann werden wir uns die Farm einfach erweitern, ganz einfach. Wir haben schließlich zwei Karottenraum, okay. Wir haben jetzt hier noch Karottensamen. So, haben die auch mal gelegt. Und jetzt, ja, was machen wir jetzt? Könnte ich auch schon ernten. Könnte ich eigentlich machen, da können wir. Und wir haben diesen Walfisch, der uns durchschwimmt. Das ist schon spektakulär, muss ich sagen. So, wir haben Kartoffeln, die wir jetzt auch gleich wieder hier pflanzen. Und dann gehen wir den Rest gehen wir verkochen. Potatoes, so. Dann schauen wir kurz, ob wir jetzt neue Ausrüstung machen können. Allerdings, wir können jetzt hier.
Kann ich damit vielleicht besser schwimmen oder was? Okay, die hat eine Batterie. So, was immer das gekostet hat, das war, hat ziemlich viel Kupfer gekostet, sehe ich das gerade. Das kostet alles Kupfer. Okay, jetzt habe ich hier einen besten Auftrieb. Da komme ich ein bisschen schneller hoch, wenn es dann sein muss. Ich kann jetzt auch hier aus Kupfer noch weiter Sachen bauen. Kann mir denn hier was bauen, was uns vielleicht was bringt? Ja, ich würde sagen, ich baue eine große Kiste mal. Weil wir wirklich zur Zeit schon ein bisschen eng haben, was die Kiste anbelangt. Ich habe natürlich hier keine kleine, die ich nicht mal gefüllt habe. Wer kommt denn sonst darauf, dass ich sowas hätte? Oh Mann. Manchmal frage ich mich echt, was ich überlege. Nicht viel. Ha. Nee. Nicht deshalb, aber jetzt frage ich mich, Kohle brauche ich hier. Na gut, der kocht so schön. Jetzt haben wir Kartoffeln. Ich glaube, ich habe Hunger gerade wieder. So. Ja, die gekochten Kartoffeln sind ja auch wunderschön, muss ich jetzt zugeben. Ich dachte, ich habe von den Krocken geerntet, aber anscheinend waren das wirklich nur Samen. Also wie das, wenn man zu früh erntet, gibt es nur die Samen entsprechend. Oh, ich habe keine Kohle mehr. So. Kann ich schon wieder ein... Okay, ich muss mal kurz Eisen ernten gehen. Dass ich einen Weizen bauen kann, bei einem Kohlenfeld am besten. Take all. So. Und take all. So. Können wir einen weiteren Extraktor bauen, um noch weitere Mineralien abzufarmen, wenn ich nicht da bin. Also Extraktor sind echt coole Dinge, muss ich sagen. Die gefallen mir. So. Schon Kohle gibt es hier in der Nähe. Das sind die schwarzen Häufen, oder? Ich mich jetzt irre. Hey, und so wie die Zeit vergeht, ja, wir haben bereits schon wieder die Folge hinter uns. Kurz schauen, wie viel Kohle ist. Das Erde. Das Erde. Wir brauchen Kohle. Ah, da vorne. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Far Sky. Überleben in der Tiefsee. Jo, danke fürs Zusehen.